So, Bärchen und Mäsche, ich bin wieder da, MC Armin und Stissel, mit Pokémon Platin Randomizer Nuzlocke. Ich komme gerade von drei gemütlichen Bier mit Leo heim, an der Stelle, wenn du zuschaust, servus Leo. Ja, jetzt sitze ich da, gehen wir ein paar Lebkuchen, bis sich das gehört in der Adventszeit. Ja. Und weiter geht's. Jetzt, wir haben uns hier ein Brutalander gefangen. Ein Brutalander. Hat mich recht gefreut. Mir ist was aufgefallen. Schauen wir uns hier mal an, das Brutalander. Es ist, ich war beim Trainieren, hab das auf Level 9 aufgetan. Ja, mir ist aufgefallen, der Name ist deppert. Nämlich Glaurung ist AK-Flugdrache. Entschuldigung für den Nerd-Scheiß jetzt, aber ja, sobald ich zu irgendeinem Namenänderer komme, werde ich es in Ankalagon umbenennen, wenn sich das ausgeht. Weil Ankalagon war ein Flugdrache. Und bei dem Drachen vor allem geht es darum, dass er fliegt. Das steht sogar im Pokédex-Eindruck. Ja, okay. Dann geht's weiter, wohin auch immer. Schauen wir mal. Damit siehst du, dass ich echt nicht angelogen habe. Es ist fast 10 vor 1. So, naja, dann gehen wir jetzt nach Erzelingen. Schauen wir mal, wo Erzelingen liegt. Ich glaube rechts, aber schauen wir mal. In unserem Battle, da haben wir eine Karte. Erzelingen, ja, siehst du, ist da. Gut, geht da hin. Dann gehen wir nach rechts, Homie. Nicht da. In Erzelingen ist nämlich die nächste Arena. So, da haben wir schon viel gefangen, nämlich unser geiles Brutalander. Und da ist der nächste Trainer. So. Mein Scheinux ist immer in meiner Nähe. Wir haben eine enge Bindung. Ich gehe stark davon aus, dass du kein Scheinux hast. Detlef. Es ist das Konkapoo. Wer? So, du wirst jetzt wieder wenig Chance haben gegen meinen fetten Drachen. So, was machen wir denn? Machen wir Biss. Oh ja. Das ist nicht sehr effektiv. Gegen Gift. Das hätte ich wissen müssen. Hallo. Dann probieren wir Kopfnuss. Why not? Nö, ja, besser. Und du hast genau 1 KP left, Alter. Naja. Machen wir eine Raserei, dann haben sie das Thema erledigt. Hörst du Lebkuchen vom Hof an? Gar nicht blöd. Dam, da, 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 da. Ma, so traurig, so niederschmetternd. Ja, weiter geht's. Wir wollen ja irgendwann noch. Schon wieder so Pfosten. Bevor ich den Leiter der Pokémon-Arena herausfordere, werde ich meine Fähigkeiten an dir testen. Sebastian, was hat er? Ein Nasknet. So. Nasknet ist Stahl. Stahl, Stahl, Stahl. Das sollte bis eigentlich ganz gut funktionieren. Mhm. Ganz okay, und er schreckt zurück, so gefällt mir das. Free Damage! Mhm. Und nur mal gedreht. Das ist schon viel besser als letztes Mal, Herr. Level 10! Oh ja. So, weiter geht's. Sollte ich mal das, den Ball da oben holen? Stellst du hier? Ja, whatever. Na, gleich beim ersten Feld. Ein Tannhell. Okay, da habe ich nichts Gräbers verpasst. Die sind zwickend 200 Meter groß, aber da ist mir durchaus ein Brutalander lieber. Mhm. Naja, besiegen wir es halt. Ein paar XP können wir nie schauen. K.O.
So gefällt mir das, so gefällt mir das. So. Ah, da ist eine, Leute. Ich suche nach Pokémon und fand einen Trainer. Die Annette. Eine geile Schnecke. Ja, auf Level 4. Ich glaube, das wird wieder ein Oko. Oh yeah. Yay. Und ein Magbrand. Feier. Na, bleiben wir so. Ui, da, ja, 4 Pokémon. Naja. Dann bleiben wir beim Biss. Das funktioniert ganz gut. Oh ja. Und der Schneck mag das auch wieder feiern. Na, nichts wechseln, weil mein Bathtipp hat noch immer keine Wasserattacke. Obwohl es ein Wasserviech ist. Dann bleiben wir einfach der Biss-Taktik treu. Die funktioniert ganz gut. Hopspross, na süß. Haben wir auch nichts Besonderes fürs Hopspross und bleiben wir beim Glaurung und schickt man das Glaurung ins 11. Level. Bam! Oh yeah, oh yeah. Oh, das war schon mit der Annette. Hoch, du bist schon fertig. Das sagen sie sonst nie. So, und da ist nur eine. Schauen wir, ob die auch so leicht hergeht. Haha, so leicht hergeht. Ich habe einen hübschen Orden vom Leiter der Erzelingen-Arena. Ja, dann mal. Eine Herausforderung von Göre Madeleine. Und sie hat einen Krawumps. Oh, ein voll entwickeltes Pokémon mit einem riesen Meier. Auf Level 8. Zeig mir, dass du einen Orden hast, Bitch. Naja, das hat bis jetzt ganz gut funktioniert. Never change a winning system. Jaula, das stärkt deinen Angriff. Ich hab's gewusst. Das hilft auch nicht. Wird dir auch nicht vom Sterben retten. Oh yeah. Das waren gut XP. Oh, ich habe verloren, la la la. So reagiere ich einmal, wenn ich verliere. Außer gar nicht. So, schauen wir mal, was wir da am Schlüssel haben. Eine Riesenperle, die können wir für einen Haufen Bling Bling verkaufen. So, und soweit ich weiß, müssen wir da jetzt durch die dumme Höhle. Und das ist eine neue Sache, wo wir neue Sachen fangen können. Oh ja, und da ist ein fetter Wanderer. Und mit Fett meine ich das Hip-Hop-Fett, sondern das richtig Fett. Er ist fett. Er hat viel Fettanteil in seinem Körper. Oh, ein nickelnagelneuer Pocket und ein eher ungelenk wirkender Reisender. Du bist noch nicht so lange Trainer, oder? Aber das ist nicht schlimm, du bist schließlich ein Freund der Pokémon. Und daher verschenke ich dir diese versteckte Maschine. Oh yeah! Oh yeah, das ist sicher Zertrümmerer, weil ich komme da sicher ohne Zertrümmerer nicht durch und das muss ich jetzt irgendein Wichser lernen. Diese versteckte Maschine, oder kurz VM, enthält die Attacke Zertrümmerer, wie ich gesagt habe. Ein Pokémon, das diese Attacke beherrscht, kann kleinere Felsen zertrümmern, aber um diese Attacke anwenden zu können, benötigt der Trainer den Orden der Arena von Erzelingen. Dann kann ich da ohne Zertrümmerer durch, offensichtlich. Ohne diesen Orden kann ein Pokémon diese Attacke außerhalb eines Kampfes nicht anwenden. Okay. So, dann schauen wir, was wir treffen. Zuerst einmal ein Trainer. Oh ja. Wir akzeptieren Herausforderungen überall. Das zeichnet uns Trainer aus. Bam, bam, bada, bam, 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 bam. Camper Ole, ein Panzeron. Boah, die Hunde und Viecher. Aber ich habe halt einen fetten Flugdrachen und du hast nur einen Stahlvogel. Und bis hat bis jetzt ganz gut funktioniert. Und ich nehme jetzt noch einen Lebkuchen. Oh yeah. So. Er ist zurückgeschreckt. Free Damage. Nur mehr bis. Geht dahin. Oh ja.
Es ist nicht sehr effektiv. Dann machen wir mehr Kopfnuss. Why not? Ist auch nicht sehr effektiv. Scheiß Stahlviecher. Whatever. Und du bist tot! Irgendwie hat das Pima Beth Dittobet nicht recht für Boxen in nächster Zeit, weil ich immer mit meinem Bruder Lander kämpfen werde. Bis jetzt mein Beth Ditto schon überholt hat. Oh, ein Marmutzell. Marmutzell ist Boden. Ja, bleiben wir dabei. Ha, und ein neuerlich Biss. Was soll ich auch tun, ich selber? Oh ja. Das bringt fett XP. Oh ja. Das bringt wirklich fett XP. Zu schlecht trainiert. Offensichtlich Camper Ole. Weiter geht's. Hä? Dreh wieder gar keine Pokémon oder was? Und sofern, dass ich diese Höhle überstanden habe, kämpfen wir jetzt! Wenn du unbedingt dein Aslock beenden willst, Fräulein Heidi, ein Knogger, oh! Ein Knogger. Die Mutter eines einsamen Dragosso. Naja. Ich glaube, da brauche ich 3 Attacken. So ein Shit. Nein, ist jetzt zurückgeschreckt. Dann beenden wir die Säuse mit der Kopfnuss. Hätte hin. Oh ja, Level 13. Das geht ja einfach. Du möchtest ein Viech fangen, bitte. Ist da irgendein Viech? Ein Viech. Hallo, ein Viech, ich möchte ein Viech. Ja, yeah. Und was ist? Es ist ein Anton. Naja. Dann fangen wir unser Anton. Whatever. Okay, wir fangen uns kein Anton. Weil das Anton druckt euer Depper die Kopfnuss nicht durch. Naja, das ist ein Pech. Und jetzt kommt sicher irgendein Legendary. Okay. Ich reg mich nicht mehr auf. Danke. Danke, Naslok. Ein Zubat. Schön. Ah, ich mach die hier. Zur Feier des Tages, weißt du, kein Mew oder Giratina bist. Okay. Aus nach Erzelingen. Oh ja. Oh, welcher Typ. Zieh mal an den Trainer. Aber wie geht das denn? Du hast ja keinen einzigen Arena-Ort. Dagegen müssen wir sofort etwas entnehmen. Also was, ich bringe dich zur Pokémon-Arena. Der Weg ist sicher voll schwierig. Oh, das ist der Moneyboy. Oh, da steht ja schon jemand und wartet. Moneyboy, was willst du? Was? Wie? Oh, du bist der Sam-Siamen. Hast du es doch bis hierher geschafft, aber du bist echt langsam, weißt du das? Ja, Ringeleiter ist übrigens eine harte Nuss, nicht gleich zu knacken. Wie er wohl im Vergleich zu meinem Vater schlägt? Hä? Wie? Ich habe den Faden verloren? Na, jedenfalls ist der Ringeleiter in die Kohlemine gegangen. Wenn du ihn dir vorknöpfen möchtest, solltest du schnell zur Mine. Ja, Jess, geh mal ins Pokémon Center. Das, wo ist? Hallo? Ah ja. Ja, ihr müsst ja nicht immer wissen, wie spät das ist. Hä? Wieso kann ich das nicht umstellen? Naja.
Okay, kann ich es jetzt umstellen? Na, so jetzt. Okay. Yo! Und vielleicht noch ein bisschen was einkaufen. Schaut nie, wenn man bei Tranky und sowas hat. Und ein Aufwecker, wie wir schon mal gelernt haben. Es gibt noch keine Aufwecker, okay. Wie viele Pokébälle haben wir? Kaufen nur einen, das 10 sind. Bleiben erotisch. So, dann kaufen wir zwei Tränke, weil mehr können wir es nicht essen. Ja. Oh ja. Yeah. Dann aus Neugierde schauen wir, was es da zum Kaufen gibt. Einen Minenbrief, einen Heilball und einen Netzball. Interessiert mich kein Stück. Okay, dann gehen wir halt in diese Mine. Mine, 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 wo ist die Mine? Da ist die Mine, oh yeah. Und da finden wir jetzt sicher den coolen Arena-Leiter. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Hand ist Trainer? Dieses Macholo habe ich auf der Route 207 getroffen. Sie sind verlässliche Partner geworden. Hm. Okay, das sind keine Trainer. Oh, ein Ball. Eine Frosttafel. Ich finde die ganze Zeit Tafeln. Zwei Wesen von Zeit und Raum wurden aus dem Ursprünglichen geboren. Mhm. Oh, das ist er. Das ist er. Ha, lehn dich zurück und staune. Mit der Taketzitrümmere kann man Felsen aus dem Weg räumen. Toll. Easy all around. Felsen müssen aus dem Weg geräumt werden, wenn sie den Pfad blockieren. Sobald du den Orden der hiesigen Arena hast, ist dein Pokémon dazu fähig. Also musst du den Arenaleiter besiegen. Also musst du den Arenaleiter besiegen und das bin ich. Und er hat ab. Okay. So, naja, dann gehen wir heute in die Arena. Why not? Level 12 jetzt da mit einem fetten Drachen. Gehen wir stark davon aus. Ma, da ist ein Boy, da ist ein Boy, da ist ein Boy, da ist ein Boy, keine Dome. Keine Dome, wieso keine Dome? Ah. Hm. Ein Trank! Not bad. Okay. Dann gehen wir in die Arena! Arena! Oh yeah, oh yeah. So. Okay. Ah, das ist wieder so ein lustiger. Ah, ich konnte dann ausweichen, aber ich tue das nicht! Ich weiche dann nicht aus. Weil ich will diese XP am Schlüssel haben. Janus, Teenager Janus. Fast wie Anus. Ein Blitzer. Schaut, dass Elektro nicht effektiv gegen Drache ist. Oh yeah. Aber Biss vielleicht effektiv oder ganz normal effektiv gegen einen Blitzer. Oh yeah, Volltreffer. Geh scheißen, Blitzer. Geh scheißen. Oh yeah. Mhm. Fast Level 14. Mhm. Das geht leichter, als ich gemacht habe. Okay, dann geht's weiter. Nur Trainer mit Siegermentalität können einen Pokémon in herausfordern. Der Raphael hat zwei Viecher. Und dann diese Octillery. Mit dem kann ich umgehen, weil Wasser genauso wenig wie Elektro gegen Drache effektiv ist. Und es ist Level 9. Und das werde ich doch schaffen. Bis. Oh ja. Umklammerung. Oh mein Gott, ich fürchte mich. Level 14. Ah, der ist so overpowered, Bett. Ja, ist besser. Duflor ist auch nicht effektiv gegen Drachen. Ja. Und es war effektiv gegen mein Bettito. Also werde ich mein noch Glaurung drin lassen. Babam. Schön, schön. Absorber ist mir ziemlich wurscht. Liebes Duflor. Oh mein Gott, das hat mir 1 KP abgezogen.
Danke, und das war's dann. Und auf geht's zum Arena-Leiter. Der, glaube ich, einen lustigen Namen hat. Ich bin mir nicht mehr sicher. Es ist schon ein Jahr her, dass ich das gespielt habe. Oder länger? Ich weiß nicht. Aber hallo! Willkommen! Also, ich habe da Stimmen gehabt. Willkommen! Dies ist die Arena von Gatzelingen. Ich bin Veit, der Arena-Leiter. Er hat einen höllisch lustigen Namen. Mein ganzer Stolz sind meine Gestein-Pokémon, die keine Gestein-Pokémon sind, dass sie randomized sind, weil du ein Pokémon-Platin-Randomizer-Nuzlocke spielst. Als Arena-Leiter erkenne ich dein Potenzial als Trainer, aber ich muss mich von der Kraft deiner Pokémon im Kampf überzeugen. Oh yeah, du hast einen Helm auf. Leiter Fight. Ob der wohl Fight? Aha, okay, er hat wirklich Stein, wie ich. Ein Lunastein. Was für ein Zufall. Okay, das wird dann nichts helfen gegen meinen fetten Drachen. Der immer nur zwei Level her ist, ist du. Oh yeah, sehr effektiv. So gefällt mir das und er schreckt zurück. Und es ist ein Tranken. Und trotzdem stirbst du jetzt. Oh yeah. Ein Volltreffer, zwei Volltreffer hintereinander. So gefällt mir das. Waren das zwei Volltreffer hintereinander? Whatever! Glauben ihre Level 15. Okay. Magnezone. Das könnte eine Menge härtere Partie werden. Aber wir bleiben natürlich bei unserem fetten Flugdrachen. Und schauen mal, was ein Biss ausrichtet gegen. Alright. Und er senkt unsere Spezialverteidigung. Ist vielleicht nicht so gut. Dann schauen wir, was er Kopfnuss bringt. Durchaus besser, aber es war auch ein Volltreffer. Aber er schreckt zurück. Und er setzt einen Trank ein, du Hurenkind. Naja, das wird jetzt ein wenig dauern. Aber er schreckt zurück. Das gefällt uns. Das gefällt uns. Super Schall. Ging daneben. Oh ja, ich möchte ungern verwirrt sein. Aha. Und es war vorbei. Magnezone. Oh ja. Okay, was kann noch Schlimmeres kommen als ein Magnezone? Ditto. So, jetzt bin ich viel gescheit. Da mein Beth Ditto, eine. Mein Beth Ditto. Dann verwandeln sie sich in ein Wasser-Pokémon. Und dann will ich wieder auf mein Glaurum wechseln. Das wasserresistent ist. Oh yeah. Die Frage ist, ob das so funktioniert. Das ist meine Kraftreserve, whatever. Die Frage ist, ob sie es nicht gleich wieder ins Rote Lande verwandelt. Und das war auch wurscht. Ja. Okay, Klarung. Oh yeah. So. Bedrohe von Klarung vermindert Angriff an Ditto. Und es ist Fluch ein. Initiative sinkt, Angriff steigt. So funktioniert Flug. So. Bis. Oh, und das ist jetzt ordentlich gegen Psycho. Gescheißen, Ditto. Yay. Es wird da nichts bringen, weil ich jetzt nur ein Biss ein und du bist tot. Keine Chance, du hast doch nicht gewonnen, wir geben nicht auf. Ich hab gewonnen, ich hab sehr wohl gewonnen. Ich hab jetzt in dem Moment gewonnen. Yay, und das ist mein erster Orden. Oh yeah. So geht es Level 16. Jetzt werde ich echt wieder mal mein Beth Ditto aufgetrainieren. So kann das nicht weitergehen. So kann es nicht weitergehen. Oh, sie hat Level 12 erreicht. Was? Das darf nicht wahr. Ich hab's nicht gelesen. Whatever. Okay, das ist beschämend. Ich habe gegen einen Trainer verloren, der noch keinen einzigen Orden besitzt. Felsenhart, du bist stark und ich war schwach. So ist es nun mal.
nach den Regeln der Pokémon-Liga verleihe ich dir hiermit unseren Orden. Als Beweis, dass du mich besiegt hast. Dies ist der offizielle Kohleorden der Pokémon-Liga. MC Armin erhält dann von weit den Kohleorden. So, stell mir das vor. Der Kohleorden erlaubt es deinem Pokémon, die versteckte Maschine Zertrümmerer auch außerhalb eines Kampfes anzuwenden. Und dies ist auch noch für dich. TM76. Ja, sag mir jetzt, was da drin ist, was da dann nicht drin ist. Tarnsteine, was geil war, aber whatever. Schauen wir mal, was drin ist. Vielleicht irgendein Wassersoch. Ja. Protzer, pumpt den Körper auf, um den Angriff und die Verteidigung zu erhöhen. Nope. Das mache ich nicht. Ich werde jetzt erst mal zurückrennen ins Pokécenter. Meinen geilen Drachen heilen. Und dann die Episode beenden. Die Episode beenden. Oh yeah. So. Ich hoffe, es war für, wie immer ein Riesenspaß für euch. Bei meinem Pokémon Platinum Randomizer Nuzlocke. Und das war's für heute. Es hat mich gefreut. Für dich.